Willkommen zurück zur Erzählung der Wilkes-Dynastie, hier in der Welt, die Oberhäuptling Gerdautas I. seinem Sohn und Erben Gerdautas II. Hinterlassen hat. Aquitanien, in unter dessen Herrschaft seine ehemalige Seelengefährtin Navarre gelebt hat, hier unten in Barcelona, ist mittlerweile von den Schweden geerbt worden. Die Schweden haben ihre Position in heutigen Portugal auch gesichert. Ansonsten sind die Westfranken immer noch sehr mächtig. Das Königreich Bayern ist nach wie vor sehr mächtig. Das Königreich Polen hat hier ein paar Exklaven. Eine Exklave. Und dehnt sich langsam immer weiter aus. Ja, einen Eindruck von der Karte konnte ich selbst noch verschaffen. Die Spione der Wilkes sind wenig in der internationalen Politik unterwegs. Weshalb wir uns das auch zu gegebener Stelle jetzt nicht so ausführlich angucken werden. Für uns ist es interessanter, wie es jetzt aussieht. Denn unser neuer Oberhäuptling Gerdautas II. Von den Masuren, erst 28, ein charismatischer Verhandler und erst verheiratet mit der Oberhäuptling Talvi von Letgallen, die selber 21 ist, auch eine annehmbare Unterhändlerin. Und sie ist Herrscherin über zwei Oberhäuptlingstümer von Letgallen und von Livland. Hier stehen aktuell 2000, fast 600 Mann zur Verfügung, ein bisschen weniger wie uns selbst, hat aber auch einige Vasallen mehr und eben nur das Häuptlingstum von Talava, über das sie direkt herrscht. Sie hat jetzt aber einen Angriffskrieg gegen Novgorod erklärt. Es geht um den Stamm von Pskov. Da helfen wir gerade, indem wir noch zum Ende der letzten Folge Braslau erobert haben. Oder erstmal besetzt haben. Und mit der Nachricht, dass wir unsere Truppen das besetzt haben, ist unser Vater gestorben. Er starb letztendlich als Einsiedler zurückgezogen in seinen Gemächern an Lewis, an den Folgen von Lewis. Ein herausragender Ränkespieler, hat aber seine Pläne sind nicht aufgegangen. Er hatte gehofft, wenn er einen Teil seiner Kinder katholisch erziehen lässt, dass er sie auch in den katholischen Familien unterbringen kann. Ganz besonders in der Familie seiner Seelengefährtin. Aber da er selber nicht katholisch war, haben die diese Verlöbnisse nicht akzeptiert. Und nun sind zwei der Geschwister von Gerdautas II. Katholisch und immer noch bei uns am Hof. Was mit denen passiert, das wird die Zeit zeigen müssen. Hier fällt uns jetzt erstmal auf, dass es hier einen unabhängigen Nachbarstamm gibt. Ja. Als Erbe gilt Pribislav von Ermland, von dem wir letztens auch erst Sassen erobert haben. Sassen wiederum wird jetzt von unserer Mutter regiert, die einen mächtigen Vasallen in unserem Reich darstellt. Selber ist sie äußerst gebildet. Die Frage ist, können wir sie schon als Weih die Lute einsetzen? So, die Pläne unseres Vaters waren noch, hier das Oberhäuptlingstum von Pomerellen im Grunde vor den Expansionsgedanken und Bestrebungen von Polen zu retten. Denn die haben hier schon einen Stamm verloren. Selber waren sie letztens noch in zwei Kriegen verwickelt. Einer davon war ein Baueraufstand, ein anderer ging hier um Schütno.
Und sie haben auch keine mächtigen Verbündeten. Die Frage ist, setzen wir diese Pläne um? Weil wir sind ja schon noch mal mehr daran interessiert, dass der Krieg unserer Talvi erfolgreich ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon einen Teil geleistet. Und ich denke, unsere Armee braucht auf jeden Fall erstmal einen neuen Anführer. Macht das wieder unser Ratsmarschall? Machen wir das selbst? Ich schätze, unser Ratsmarschall ist dafür dann doch der geeignetere. Wo hat denn Novgorod? Hat hier hinten seinen Hauptsitz. Kommen wir da unbeschadet hin? Nein. Dann denke ich, setzen wir diesen Plan um, quasi die letzten Pläne unseres Vaters, um uns dann mit geballter Macht nach Nordosten wenden zu können. Und ihr einmal hierhin. So, aber bevor wir die Zeit weiterlaufen lassen, widmen wir uns jetzt erst einmal unserem Charakter. Denn Gerdautas der Zweite ist ein diplomatischer, Zyniker, unersättlich und sprunghaft. Nun, auch wieder nicht unbedingt dem Glauben zugetan, wenig frömmig. Ansonsten ist er immerhin mittelmäßig gebildet. Und schon mittelmäßig gut eher in der Diplomatie. Bei dem Rest braucht er Unterstützung. Er allerdings hat nicht seine Ehepartnerin an der Seite, weil sie eben ein unabhängiges Reich regiert. Wir brauchen hier einen Ratsverwalter. Ja. Unser Onkel, der war vorher auch schon Ratsverwalter, jetzt ist ein mächtiger Vasall. Soll er das gerne weiterführen? Unser Halbbruder. Ich glaube, er hatte vorher auch schon den Posten des Ratsspitzels inne. Ja, der Trunkenbold ist das. Das soll er gerne machen. Ja, und ja, Gutes. Wir haben noch Alvidas und unsere Mutter, die wir tendenziell unterbringen müssen. Hier können wir nicht unsere Mutter einsetzen. Schade. Wahrscheinlich, weil unsere Mutter. Ja, eigentlich dürfen. Dachte ich, dürfen unsere. Religions. Unsere Reichspriester. Das Wort habe ich gesucht. Stammesbesitztümer haben. Ob wir den Veslikan einsetzen? Ich denke, wir werden von ihrer herausragenden Persönlichkeit gehört haben. Ja, machen wir das. Ich glaube, sie müsste auch unsere hat er unsere Ärztin sein, Hofärztin. Bisschen Wortfindungsschwierigkeiten gerade. Sie war doch vorher die Hofärztin. Dann setzen wir sie auch wieder ein. Als Hofärztin ist sie nämlich eine weise Frau geworden. Jetzt die Frage, wie viele Champions haben wir denn? Auf jeden Fall zu wenige. Und unsere Aufgebote sind schon eingeschränkt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, laden wir neue ein. Wir sind ja nicht mehr paranoid. Das heißt, da sind wir jetzt neuen Leuten offen gegenüber. Gäste haben wir aktuell nicht.
Ah ja, ihn haben wir. Der Jäger, der eine Karte von der Umgebung gezeichnet hat für eine fremde Adlige. Können wir die Freilassung verhandeln? Rekrutieren wir ihn? Ansonsten ist er vigilistisch und prutisch. Weil wir noch ein schwaches Druckmittel gegen ihn haben. Naja, warum nicht? Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel, unser Halbbruder, ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um unsere Waidi-Lute Veslikan zu ermorden. Gut, dass das jetzt aufgedeckt ist. Einen rückgratlosen Gedauters. Ja. Oktune nimmt das Angebot an. Können wir ihm einfach noch irgendeine. Okay, er ist ein Glaubenskrieger, dann drehen wir ihm keine kirgisische. Tengrische an. Ja, vielleicht eine junge hier eher. Junge militärisch Begabte. Russischstämmig. Dann nehme ich doch lieber sie, denke ich. Auch zynisch. Daher kennen wir sie vielleicht. Aber dass wir ihn verheiratet haben, deswegen mag er uns nicht mehr. Sie kommt aus Kurland. Rot. Hofarztin haben wir jetzt. Und wir brauchen einen Lebenswandel. Gehen wir natürlich erstmal wieder in die Diplomatie rein. Und er hat sich schon um die Verwaltung der Familie gekümmert. Dicke altes Wasser. Anscheinend strebt er Freundschaften an. Okay, wir müssen erst einen Schwerpunkt hier auswählen. Aber geht er auch den Schwerpunkt auf die Familie? Oder eher auf die Freunde? Möchte ich mir nochmal den Charakter genauer angucken? Ah, unersichtlich sprunghaft. Deutet nichts so recht darauf hin. Also von Majestät eher nicht. Da tendiert gerade nichts hin. Außenbeziehungen oder Schwerpunkt Familie? Würfel ich das mal aus. Ja, Außenbeziehungen 1 bis 3. Ein Würfel reicht mir. Schwerpunkt Familie 4 bis 6. Und eine 3, das heißt Schwerpunkt auf Außenbeziehungen. Alles klar. Dann suchen wir uns demnächst mal Freunde. Haben wir Konkubinen, potenzielle? 38, die wird uns etwas zu alt sein. Ja. Oberstes Reich. Erwachsen. Ja. Geschlecht weiblich, bitte. Heiratsstatus unverheiratet. Und nicht aus der eigenen Dynastie. Herrscher. Nicht Herrscher, bitte.
Es ist eigentlich egal. Also so um alle Werte interessiert das jetzt um. Na, vielleicht werden wir dadurch auf sie aufmerksam. Schon eine interessante Persönlichkeit. Ja, sie ist Hofseherin in Kalinden. Eine wunderschöne. Da könnten wir unsere alte Weidilute Veslikan als Konkubine nehmen. Ich denke, das passt eher nicht. Nein, das passt nicht. Auf wen werden wir denn vielleicht noch aufmerksam? Sie vielleicht? Sie ist Hofspitzelin. Ich glaube, wir können sie erst zur Konkubine nehmen, wenn sie zu uns an den Hof kommt. Und das wollen die Leute jetzt nicht. Ich würde hier gerne noch so ein Filter haben, ob sie denn zu uns an den Hof kommen würden. Das würde die Sache sichtlich vereinfachen. Willst du zu uns an den Hof kommen? Nein. Gehe ich jetzt einfach mal alle durch. Nein. 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 Es ist ja auch ziemlich witzlos. Ist auch. Aha. Ja, sie ist auch eine charismatische Verhandlerin. Fangen wir einfach mal. Wollen wir uns. Aber ich will mich auch nicht mit jeder der Hergelaufenen jetzt befreunden. Aber naja, wir suchen uns Konkubinen. Würdest du. Nein, du würdest nicht an den Hof kommen. Okay, dann. Bin ich echt doof? Einfach so jetzt so eine 38-Jährige nehmen, weil sie die einzige, die da ist. Ach naja, wir sind sprunghaft. Besser als nicht. Oder zumindest gelegentlich mal bei ihr vorbeischauen. Bis wir interessantere Persönlichkeiten bei uns im Hof haben. Okay. Was haben wir hier für Anliegen? Mächtige Vasallen erwarten Ratposition. Wer denn noch alles? Vielleicht müssen wir es erst laufen lassen. Oder wir haben die noch gar nicht eingesetzt im Rat. Genau. Unsere Mutter ist allerdings auch echt unfähig. Die würde ich jetzt erstmal so belassen. Ja, und unser anderer Bruder ist auch so unheimlich unfähig. Was herrschst du denn? Über Galinden herrschst du? Und wir selbst haben wieder nur Kelmno? Einen Anspruch auf Sassen. Erben wir das dann auch? Ja, wir erben dann Sassen von unserer Mutter. Können wir mal schauen, könnte ich hier jetzt eigentlich schon. Ja, die Gebäude könnte ich hier auch ausbauen. Gut zu wissen. Können wir schon mal direkt was bauen? Handelsaußenposten ist schon da. Dann würde ich Versammlungshallen bauen. Für ein bisschen Prestige. Ja, bauen wir die und als nächstes werden dann die Palisaden gebaut.
So, wo waren wir? Wahrscheinlich wartet ihr immer noch sehnsüchtig darauf, dass ich die Zeit mal weiterlaufen lasse. Wir könnten mit Alvydas ein Bündnis aushandeln, der ja noch keinen Platz bei uns im Rat bekommen hat. Ja, dann gründet er zumindest keine Fraktion gegen uns. Finde ich okay. Talava würden wir auch erben. Von unserer Gattin. Ach so. Ja, falls wir denn vor ihr, nach ihr sterben. Familienmitglieder können heiraten. Unser Bruder. Naja, da ist unser Vater nicht mit fertig geworden und unsere Halbschwester. Eine Bluterin. Ja, vielleicht für verdiente Champions von uns. Und unser Bruder kann sich eigentlich. Welcher war das denn? Er hier. Selbst eine Partnerin suchen. Wunderschön, Cousine. Es könnte etwas eng werden. Wo liegt das denn hier? Ja, durchaus interessant. Ach, ganz ehrlich, such dir einfach irgendwann eine eigene. Von selbst. Wie kann ich dir das sagen? Nee. Das Bündnis ist geschmiedet. Champion ist eingetroffen. Oh, ein riesenhafter. Ja. Hier einen Hof rekrutieren. 31 möchtest du haben. Naja. Wir haben das Geld. Rateinladung. Zum Ratsmarschall werden wir berufen. Naja, wenn du meinst. Nehmen wir das mal an. Bin jetzt mal. Ja. Erhöht unser Kampfgeschick immerhin um 3, dadurch, dass wir da am Rat sitzen. Wäre natürlich schöner, wenn wir Ratskanzler werden würden. Das macht aber unsere Gattin. Interessant. Na gut, wahrscheinlich will er uns einfach, weil wir ein mächtiger Vasall sind, irgendwas anbieten. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Anspruch auf Skarne. Ja. Mit Betten könnten wir auch ein Bündnis aushandeln. Machen wir. Die hat auch gerade noch keinen Posten. So. Unsere Armeen sind wieder hier. Können wir den. Haben wir denn jetzt selber noch einen Anspruch? Ah, den haben wir gar nicht mehr. Unsere Armeen sind ausgehoben. Gut, dann lösen wir die kurz auf. Ansprüche von unserem Onkel. Naja, dann würde aber das gesamte Gebiet rausfallen. Und das kostet uns auch zu viel Prestige. Also haben wir gar nicht zur Verfügung. Ja, dann liegt das jetzt nicht mehr in unserer Macht. Dann sammeln wir gleich alle Truppen
und unterstützen unsere Gattin in ihrem Krieg mit voller Macht. Und in der Zwischenzeit, zwischen den beiden Folgen, werde ich mal gucken, ob wir jetzt hier jemanden verheiraten können oder nicht, wie die Dinge stehen. Natürlich wissen wir jetzt nichts mehr von dem Geheimnismord des Königs. Alles etwas verschenkt, aber so ist das nun mal. Es werden nicht alle Chancen immer im Leben genutzt. Also bis zur nächsten Folge, alles Gute.